Ich freue mich riesig, dass so viele Leute willkommen sind zum letzten regulär nachtaktiv in dieser Spielzeit. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin Sophia Lundis, ich bin Schauspieldramaturgin hier am Haus. Und als ich mit Heidrun Bartholomäus ausgemacht habe, dass ich diesen Termin übernehme, habe ich natürlich überlegt, was mache ich? Ende der Spielzeit, der Sommer steht vor der Tür, die Spielzeit lässt ihr die Schauspieler und andere Künstler langsam etwas ermüden. Und wir haben diesen langen, langen Winter hinter uns und ich habe gedacht, wir fahren einfach zusammen ans Meer. Eine Stunde. Genau, und ich freue mich sehr, dass die Mitglieder des Schauspielensembles und Erik Born als Gast das möglich gemacht haben, diesen Abend und eine kleine Premiere. Sie wissen, es ist immer etwas improvisiert, das Ganze. Und jetzt wünsche ich Ihnen einfach viel Spaß bei einem Tag am Meer. Gemeinsam am Meer waren. Wir sind alt, Bruno. Ja, Melissa. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Wozu? Zum Erinnern. Woran? Oh. An alles. An uns. An unseren Erfolg. An unsere Liebe. An unser Baby. Ja. Wir sind Liebe. Naja. Wissenschaftler, Melissa, Wissenschaftler. Bruno, wann wirst du es dir endlich eingestehen? Wir sind Ganoven. Wir haben die Menschen belauscht und ihnen ihre Träume gestohlen. Ja, wir haben die Menschheit von ihren Albträumen befreit. Ja. Dank meiner Erfindung konnten sie sich für oder gegen einen Traum entscheiden. Aber nur, wenn wir uns in ihre Frequenzen eingeschaltet haben. Wir waren berühmt. Kurz vor dem Nobelpreis. Ja, stets an der Grenze zwischen Traum und Realität. Niemand hat jemals herausgefunden, wie wir das gemacht haben. Niemand weiß, wo wir sind. Niemand weiß, ob es uns noch gibt. Aber es gibt uns noch, Bruno. Oh ja, Melissa. Und wie? Erinnerst du dich noch, wie wir uns kennenlernten? Na, und ob? Du warst die Schönste in der Bar des Paradieses. Naja, ich war die jüngste Miss Riviera di Ponente. Das war... 1962. Oh, mein Gott.
Für ein Glas Spumante erlaubtest du einigen Auserwählten, sich in deinen Augen zu spiegeln. Professoren, Schriftsteller, Künstler. Unsere Testpersonen. Wir verfolgten sie von der Riviera bis in die Alpen. Wir kamen viel herum. Das hielt uns auf Trab, der Konkurrenz immer einen Schritt voraus. Ja, wir waren überall dort, wo Träume waren. Wir waren überall. Im Überall. Anfangs warst du schüchtern. Das gefiel mir. Oh, ich trank Whisky. Du hattest das Leuchten eines Erfinders in den Augen. Wir waren wie füreinander geschaffen. Deine Seehundaugen und meine Erfindung, das war die Geheimwaffe. Eine unschlagbare Kombination im Kampf gegen die Neurologen. Elende Dilettanten. Ich schäme mich, Bruno. Weil ich nicht den Nobelpreis bekommen habe? Nein, weil ich dich so oft betrogen habe mit einigen dieser... Ah, aber Melissa, darin bestand unser Übereinkommen. Ne? Du regtest mit deinen Seehundaugen ihre Fantasie an, betäubtest sie und legtest ihnen die Elektroden an und dann modulierten wir ihre Träume. Bruno. Ja, Melissa. Du verstehst mich nicht. Aber ja, Melissa, wir waren unserer Zeit voraus. Die 68er, die mussten diese Beziehung erst noch umständlich erproben. Das hatten wir längst gelebt, quasi berufsbedingt. Aber es hat dir überhaupt nichts ausgemacht. Naja. Du warst ja jung und schön und unersättlich. Wärst du sonst bei mir geblieben? Ich weiß nicht. Na, siehst du. Ach, Bruno, 57 Jahre, Bruno. 58, Melissa, schließlich bist du letzten Monat 76 geworden. Och, du Grausamer, erinnere mich nicht daran. Ach, tschüss. Ach, mein kleiner Erfinder. Ach, meine Schönheitskönigin. Lass es uns noch mal versuchen. Melissa. Lass es uns ein letztes Mal tun, Bruno, hier am Meer. Meinst du wirklich? Träumen, jung und verwegen sein. Schau mal da drüben. Die junge Frau. Schwarzen eleganten Wagens gleiten knirschend die Kurven der Serpentinenstraße entlang. Mühelos erklimmen sie Höhenmeter um Höhenmeter auf dem Weg zum Pass hinauf. Warum nicht einen kleinen Umweg über die Berge machen? Das diskrete Schnurren des Motors macht doch das Vorhandensein vieler Pferdestärken aufmerksam. Wir könnten also fliehen, wenn wir wollten. Mit laut aufbrausendem Motor und plötzlicher Schubkraft einfach jeden Verfolger abhängen, immerhin.
Ein beruhigendes Gefühl. Die Nacht ist lau, der Wagen offen. Mit einem kleinen Knopf lässt sich die Höhe des Seitenfensters automatisch somit regulieren und somit der Fahrtwind, der seine Haare jetzt dramatisch wehen lässt. Meine legen sich einem Helm gleich sofort um mein Gesicht. Ein Schlitten der Extraklasse. Wo kommt bloß das Geld dafür auf einmal her? Wahrscheinlich einer dieser Jobs, bei dem unverhofft viel Geld fließt. Klick, 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 liegt die Kamera im Studio. Vor einer dieser langen Durststrecken, in denen fast gar nichts passiert. Es ist besser, keine Fragen zu stellen. Zwischen uns herrscht ein stummes Einvernehmen, dass man das Leben nehmen muss, wie es kommt, und sich beeilt aufzuspringen auf den Zug, wenn sich eine Gelegenheit bietet. Warum nicht ein kleines Stückchen des Weges teilen? Schnelle, kleine Stromschläge folgen in kurzen Abständen aufeinander und jagen durch unsere Nerven, wie das Klicken des Auslösers absetzt. Klick, 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 klick. Visuell evozierte Potenziale, die dem Leben einen besonderen Reiz verleihen. Aber jetzt ist Nacht. Und mit der Nacht kommt die Stille und auch das Geheimnis. Mit der einen Hand greife ich Notizbuch und Zigaretten, mit der anderen meine Jacke, dann schließt sich sachte, aber definitiv einrastend die teure, makellos schwarz lackierte Beifahrertür, während seine Schritte sich zielstrebig ihren Weg durch den Kies suchen. Tschack, tschack, tschack. Im Wagen lächelt er stumm zu mir hinüber. Seine Zähne glitzern in der Dunkelheit wie ein diamantenes Geheimnis, dem er auf der Spur ist, auf der ewigen Suche nach dem einen großen Motiv. Seine Hände führen das Lenkrad mit diesen typischen katzenhaften Bewegungen, vorsichtig und souverän zugleich, wie ein Raubtier auf der Pirsch. Komm, Panther, wir jagen. Aber es ist überflüssig, ihn aufzufordern. Er ist immer auf der Jagd, auf der Suche nach einem Ort, einem Blick, einer Landschaft, die einlädt zu verweilen. Komm, bleib bei mir. Seine Bilder verraten ihn. Sein visuelles Tagebuch. Siehst du hier? Frauen beim Zigarettendealen in der U-Bahn. Da Jugendliche in Kapuzenshirts, Menschen in einer Bar mit leerem Blick ins Irgendwo starrend. Dazwischen immer wieder er. Seltsam überrascht in die Kamera schauend, als sei er selbst verblüfft, dass er immer noch da ist. Diesem natürlichen Empfinden für Spannung. Nie genau in der Mitte, immer ein Stück nach links oder rechts versetzt. Sein oder nicht sein auf der Bühne. Der Fluss im Hintergrund teilt die Schneelandschaft horizontal, lieber Altmeister Kaspar David Friedrich. Jetzt klickt das Feuerzeug. Ein leises Knistern ist zu hören, als die Flamme sich aufglühend gierig in den Tabak frisst. Ich lehne mich zurück in das Polster des Beifahrersitzes. Helle, weiche Lederpolster, die dieses luxuriöse Knautschgeräusch erzeugen, wenn man seine Position verändert. Und würze die vorbeifliegende Welt mit dem Geschmack der Zigarette. Laternen, Leitplanken. Verwitternde alte Emaille-Schilder, auf denen die Namen der Dörfer langsam abblättern. Meiosy zum Beispiel. Was für ein Name. Was für ein Klang, denke ich, während meine Lippen die Buchstaben formen. Wie ist bloß der Umlaut hierher gekommen? Wir sind doch in Italien, oder? Oder nicht? Zikaden zirpen und Glühwürmchen tanzen blinkend hinter einer Kurve. Dann eine Wolke Pinienduft und eine Welle warmer Luft. Das Knacken zerkratzender Schneckenhäuser. Ich habe ihm nicht verraten, welche Gedanken mir durch den Kopf schossen, als ich ihn auf seinen Bildern sah. Ihm nicht mein Bedürfnis mitgeteilt, ihn aus diesen Bildern herauszuziehen in meine Welt. Was suchst du da eigentlich? Während er die anderen Menschen aufsucht, an ihren Orten, ihren Arbeitsplätzen, ihren Häusern, ihren Leben. Ein Tänzer zwischen den Welten, immer nur kurz zu Besuch. Klick, klick, klickt die Kamera, er aber ist schon auf dem Sprung zum Nächsten. Momente für die Ewigkeit bannend. Während der Drucker ruckend das Bild ausspuckt. Wobei er nie vergisst, seine Anwesenheit zu dokumentieren, so als müsse er selbst seine eigene Existenz in diesem katzenhaften Körper unter Beweis stellen. Siehst du? So sehe ich morgens um 6.23 Uhr aus und so um 17.09 Uhr. Aber jetzt sitzt er hier. Mit mir. In diesem elegant durch die Dunkelheit gleitenden Wagen. Die Raubtieraugen auf die Fahrbahn gerichtet. Ich lasse das seidene Bändchen meines Notizbuchs durch die Finger gleiten, rauche und denke, wie schön müsste es sein, am ganzen Körper diese Seide zu spüren. Und sehe ihn an. Haut wie Seide. Mein Panther. Aber sein Körper hat mich nicht eingeladen, bei ihm zu verweilen. Wir berühren uns nie. Oder fast gar nicht.
Bis auf den kurzen Moment, in dem er mir Feuer gibt. Wir teilen Erinnerungen und jetzt? Diese Fahrt. Komm, Panther. Wir fahren ans Meer. Das wird unsere Begegnung sein, wenn er endlich ohne Angst auf sein Gefühl hört und mir in die Augen sieht, ohne rastlos umherzuirren. Wenn wir dem Kommen und Gehen der Wellen lauschen, komm, komm und im großen Klang der Welt baden, der in allen Stimmen nachklingt. Die ewig monotone Bewegung mit leichten Variationen wird machen, dass auch wir unsere Körper ertragen können werden. Wenn wir alles leben, kommen auch wir aus dem Meer und das werden wir wissen, wenn wir es hören. Ich spreche es nicht aus. Beobachte ihn nur stumm rauchen, wie er den Wagen lenkt, jetzt seiner Kamera beraubt, mit der sich die Welt auf Distanz halten lässt. Er ist mit dem Oberkörper nah an das Lenkrad herangerückt und hält den Hals vorgestreckt, als hätte er eine Witterung aufgenommen, einem inneren Kompass folgend, dem alle Sinne gehorchen. Ich muss nichts sagen, ihn nicht lenken. Da fragt mich ja auch nicht, hast du deinen ersten Satz schon gefunden? Nur so ein Zucken um die Mundwinkel verrät seine Erregung, dem großen Geheimnis auf der Spur zu sein. Wenn wir es entdecken, werden wir es teilen. Aber jetzt herrscht Dunkelheit. Und während er trotz dieser Vielzahl von Bildern dem einen großen Bild hinterherjagt, in der Hoffnung, es eines Tages zu schießen, es zu erlegen, aus der Dunkelkammer vorzuzaubern, ta-ta-ta-ta, mach mal die Augen zu und dann hier ist es, schreit mit dieser seltsam zurückgenommenen Stimme, als würde er sich ihrer schämen, verspüre ich eine andere Sehnsucht, die nach dem großen Klang, dem Klang der Welt. Man muss ihn doch fühlen können, wenn man sich mit weit ausgebreiteten Armen auf den Boden legt. Oder nicht? Der Klang ist doch auch ein Körper. Das Blubbern des Magmas im Erdinnern zum Beispiel. Oder das Krachen, wenn die Kontinentalplatten sich ächzend verschieben. Oben auf dem Pass hält der Panther an und streckt aus. Wind rauscht und raschelt in den Blättern der Olivenbäume, die ihre knorrigen Arme in der Dunkelheit weit von sich strecken. Komm, komm, flüstern sie. Wir erzählen euch was. Aber ich muss ihn im Auge behalten. Rauchend an den Wagen gelehnt, schwarzer Panther, wie er am Straßenrand steht und wittert, unruhig mit den Augen den Horizont abgrasend. Der Mond scheint und beleuchtet diffus ein großes, schwarzes Dunkel. Rechts eine Anhöhe, die zu einer verfallenen Kapelle führt. Dahinter nur schemenhaft zu erkennen eine Hügelkette, die sich wie die faltige Haut eines alten Elefanten dem Meer ganz weit unten und hinten im Bild entgegenarbeitet. Dort unten. Da hinten, das muss es doch sein. Links schlängelt sich silbrig-grau-blau die Straße hinunter ins Tal, der zu folgen er sich aus irgendeinem Grund noch nicht entschließen kann. Die ungreifbare Kontur des Meeres vielleicht, ein fehlender Übergang zwischen Himmel und Ozean, hält ihn ab vom entscheidenden Anlauf. Aber der Wind, oh, der mir jetzt um die Nase weht. Es ist schon so ein Meerwind. Unruhe zuckt in seinem Gesicht. Katzenhaft schleicht er zwei Schritte nach links, dann ein paar nach rechts, rastlos an den Gitterstäben entlang streichend, die doch in dir sind. Möchte ich sagen, tu es aber nicht. Was würde das bringen? Eine Eule faucht, Fledermäuse flattern hektisch durch die Dunkelheit. Der Motor des Wagens knackt leise, während er abkühlt, aber er steht immer noch da und schaut. Was suchst du, mein Panther? Seidenes Bändchen. Da wendet er sich um. Und schenkt mir ein strahlend diamantenes Blitzen. Mit einem Satz ist die Katze im Wagen. Scheinwerfer gehen an und wir fahren weiter. Dem Meer entgegen, das doch in uns ist, in dir wie in mir. Ich lehne mich zurück. Lautlos gleitet der Wagen die Serpentinenstraße entlang, an jahrhundertealten Terrassen vorbei. Olivenbäume strecken die Arme und werfen ihre Netze nach uns aus. Aber der Wagen ist schneller. Motten tanzen schwirrend unter einsamen Straßenlaternen ihren lächerlich ernsten, tödlichen Liebestanz. Ich fahre mir über die Lippen auf der Suche nach Salz, aber ich schmecke nur metallenes Gift, verfluchte Zigaretten. Fünf Sinne sind es doch, die man zur Verfügung hat, oder? Mein Panther, sind es noch mehr? Noch das werden wir wissen, wenn wir da sind und lauschen. Denn noch sind wir ja auf der Fahrt. Zum Meer. Zum Meer. Das
Spaß, sie ist wach geworden. Aber es war schön. Du musst immerhin zugeben, ich habe noch immer einen guten Riecher. Naja, du hattest ja schon immer einen sehr ausgefallenen Geschmack. Tja. Jetzt lass mich mal. Mhm. Ah, siehst du den jungen Mann da auf der Luftmatratze? Junger Mann? Würde eher sagen, ein Junge. Ach, Melissa, du weißt so gut wie ich. Träume von jungen Männern einzufangen, ist besonders schwierig. Ja, ich weiß. Obwohl mir noch immer nicht genau klar ist, woran das eigentlich liegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass junge Männer weniger träumen als junge Frauen. Liegt es vielleicht am Traummodul Akzeptulator? Ja, das glaube ich kaum. Funktioniert immer noch tadellos. Naja. Ah, ich glaube, er ist eingenickt. Dein junger Mann. Also, worauf warten wir? Ein Foto, hat sie gesagt. Wir alle drei zusammen auf einem Foto. Wie soll das gehen? Höchstens von jedem eins nebeneinander. Ein großer Rahmen hält uns zusammen. Ich bin eingequetscht zwischen den Schwestern. Eine rechts, eine links. Hinten Pappe, vorne Glas. Entfernt man den Rahmen, drängt sich die eine sofort in den Vordergrund. Die andere duckt sich wie ein Chamäleon, dem Hintergrund angepasst, als wolle sie sich entschuldigen, es nicht rechtzeitig aus dem Bild herausgeschafft zu haben. Warum bin ich ein Junge? Das war von Anfang an ein Fehler. Aber jetzt ist es nicht mehr zu ändern. Auf einmal ist Sommer. Wir laufen an der Hand unserer Mutter zur Schule, vorbei an der Klinkerfassade mit den großen Buchstaben 9 Jahre Pinochet sind genug. Unsere Mutter ist meiner Schwester und mir einen Schritt voraus. Sie zerrt an unseren Armen. Aber wir spielen ein Spiel. Wir dürfen nicht auf die Ritzen zwischen den Pflastersteinen treten. Das gibt 3 Punkte Abzug und eine Tüte Brauseplättchen für den anderen. Die Sonne im Rücken ist warm auf Nacken und Haar. Aber dann der Torbogen. Es wird dunkel und kühl. Noch weit weg die Stimmen der anderen Kinder, langsam immer lauter werdend. Ich will nicht dahin, wo die anderen Kinder sind. Sie sind laut und rempeln einen an, wenn man nicht aufpasst. Aber ich muss auf meine Schwester aufpassen. Ich bin ja der Mann von uns beiden. Dann endlich Ferien am Meer. Die eine Schwester kraut mit Berserkerkräften an der Oberfläche entlang. Die andere rettet sich kaum im Wasser graziös auf einem Felsen und trocknet verschreckt ihr Gefieder. Vom Felsen springe ich ins Wasser und lasse mich auf den Grund sinken. Die Nahtstelle zwischen Luft und Wasser interessiert mich nicht. Ich überlasse sie meiner Schwester. Ihr gehört die Welt da oben, mir die hier unten. Hier unten sehen ihre Schwimmbewegungen lächerlich aus. Hier unten ist es dunkel. Es knistert geheimnisvoll. Seegras wiegt sich im Takt der Strömung. Ich wiege mich mit. Fische glotzen mich teilnahmslos an. Ich glotze zurück. Kieselsteine klickern, wenn ich über sie hinwegtauche und machen Musik. Verwunschene Welten aus Seeanemonen und Schlingpflanzen laden mich ein. Ich suche Seeigelpanzer und Kieselsteine, die sich durch ihre Kristalladern unterscheiden. Ich tauche immer tiefer, trainiere meine Lungen, entdecke verborgene Schätze und Städte. Riesige Fischschwärme schlagen Haken wie Hasen auf der Flucht. Ich bin selbst ein Fisch, schon wachsen mir Schwimmhäute.
Ich lege einen Kieselsteingarten an. Die Krebse helfen mir dabei. Gemeinsam erfinden wir Melodien in meinem steinernen Garten. Aber ich bin traurig in meinem Kieselsteingarten. Zum Atmen muss ich an die Oberfläche. Nie darf ich eins sein mit meinem Element. Ein zeitlich begrenztes Glück, das ich mit niemandem teilen will. Die Fische trösten mich. Sie erzählen mir von Prinzessin U, die wunderschön und genauso einsam ist wie ich. Mein Herz schlägt schneller. Ich beginne Prinzessin U zu suchen, aber meine Puste reicht nicht. So kann das ja nichts werden. Die Ferien sind zu Ende. Wieder zu Hause gehe ich an der Hand meines Vaters auf ein Museumsgebäude zu. Große Mineralienbörse entziffere ich Buchstaben auf einem Banner über der Eingangstür. Die Menschen drinnen sind wie Fische, die unter Wasser grasen. Gierig lassen sie Steine durch ihre Finger gleiten. Sie werden geleitet von einem inneren Feuer, das hinter ihren Augen brennt. Ich will zurück ans Meer. Da! Da! Da ist es, das Meer! Ich nehme Anlauf und mit einem gewaltigen Sprung tauche ich ein in das gelartige Blau. Die Fische beäugen mich bei meiner Suche. Von Jahr zu Jahr werden es mehr, denn es spricht sich herum. Er sucht Prinzessin U. Delfine kommen aus dem dunklen Blau. Erst lachen sie über mich, das kann ich hören. Dann streichen sie um mich herum und stupsen mich an. Sie wollen spielen mit mir, aber ich bin traurig. Da weinen sie mit mir. Ihre Klagelaute dringen durch die Tiefen des Ozeans. Sie rufen die Wale, ihrer besonders hohen und tiefen Frequenzen wegen, die weiter reichen als die Gesänge. Und bald verbreitet sich die Nachricht zu den primitivsten Einzellern, zu denen kein Licht mehr dringt. Prinzessin gesucht. Aber so sehr ich auch suche, ich finde dich nicht. Ich finde nur einen seltsamen Kiesel. Etwas daran ist anders. Eine bläuliche Kristallader glitzert geheimnisvoll an der Seite. Ich will das Unsichtbare hervorholen und schlage ihn auf. Der Stein zerspringt in tausend Stücke. Mittendrin liegt eine bläulich schimmernde Kristallperle. Und ich bin mir sicher, es ist ein Geschenk von Prinzessin U. Nur für mich. Gefallen. Also, ich muss schon sagen, auf diese Jungs von heute ist einfach kein Verlass mehr. Warum? Das war doch sehr poetisch. Naja, also weißt du, wir früher, wir waren doch da wesentlich zupackender. Zupackend? Na, ich zumindest. Du, ja? Mhm. Ja, meine Liebe, ich, wir hatten noch Unternehmergeist. Immerhin habe ich diese sensationelle Erfindung gemacht, die im Übrigen uns beide ernährt hat. Nicht nur mich. Vergiss das nicht, meine Liebe. Wie könnte ich, mein Bester? Aber darf ich dich daran erinnern, dass diese Erfindung keineswegs so genial war, wie du immer tust? Meinst du das, Melissa? Ja. Wenn sie tatsächlich so genial wäre, hätten wir zum Beispiel wesentlich mehr Träume von jungen Männern aufzeichnen können. Ach, du meinst, das meinst du, das ist lediglich eine Frage der richtigen Einstellung. Ja. Oh, wessen Einstellung? Deine oder deine? Deine? Sieh mal, meine Liebe, guck mal da unten. Was? Da unten, auf der Yacht dort. Wo? Na da, der alte Typ da mit der ledernen Haut, der verspiegelten Sonnenbrille und der gestreiften Badehose. Ach du meine Güte, diese Badehose. Ist das die Möglichkeit? Alois Butzelmacher, seines Zeichens millionenschwerer bayerischer Eiernudelfabrikant und trägt immer noch dieselbe schlecht sitzende uralte Badehose, der alte Geizkragen. An die Badehose scheinst du dich ja ganz genau zu erinnern. Ja, ja, gab's zur Siesta auf seinem Boot immer deutsche Würstchen aus dem Glas mit Löwensenf. Nur die Semmel war italienisch. Und danach gab's importierten Schokopudding in Plastikbechern.
Bevor... Bevor was? Naja. Bevor ich ihm die Elektroden anschließen konnte. Er ist an seiner Angel eingeschlafen. Ah. Siehst du? Oh, bitte, Bruno. So eine Begegnung mit einem alten Bekannten, die darfst du mir doch nicht vorenthalten. Ah. Bitte, nun mach doch mal. Bitte. Ja, ist ja schon gut. Ja, einen Meeresfrüchte-Salat hat sie sich gewünscht, die Rita. Insalata frutti di mare. Aber eiskalt, bitte. Alois, alter Draufgänger, Sautepata. Was hast du jetzt von deiner elenden Aufschneiderei? Ich hätte halt sagen sollen, das war bloß ein Scherz. Ich kann gar nicht kochen. Geh mal lieber zum Serafino, Fräulein Rita, der macht uns was Gutes. Und ein Meeresfrüchtesalat. Aber der lässt sich das auch teuer bezahlen, der Serafino, der alte Schlingel. Obwohl ich seit Jahren bei ihm essen tue, den Parkplatz auf seinem Gelände, den habe ich mir teuer ergessen. Herrgott, Sakra. Ausgerechnet jetzt, wo ich so ein fesches Mahl getroffen hab, was mach ich bloß? Lisbeth, ich bitte dich, wenn's mich hörst da droben im Himmel, hilf mir, hilf deinem alten Alois ein letztes Mal aus der Patschen, Lisbeth. Lisbeth, na, du bist schuld, hättst mich halt nicht so früh verlassen dürfen, Lisbeth. Kann halt so schlecht allein sein. Jetzt sag das Rezept, los. Was? Nicht so schnell. Okay, Lisbeth, was sprichst du auf einmal Italienisch mit mir? Sprechen Sie da oben im Himmel schon Italienisch oder was? Parli lentamente come con un bambino piccolissimo. Was? Lisbeth, die Rita. Die erinnert mich ein bisschen an die, wenn du noch ein fesches Madel gewesen warst. Entschuldige, ich wollte sagen, bis zum Schluss warst du ein fesches Madel. Jetzt sag schon. Okay, kleine Tintenfische, Garnelen, kein Problem, die gibt's wie Sand am Meer. Was? Frische Jakobsmuscheln müssen's sein? Gut für die Libido? Jesus, wo krieg ich denn jetzt eine Libido her? Früh aufstehen muss ich, Gott sakra, als ob ich jemals ein Langschläfer gewesen wäre. Was? Scampi A und Calamari? Die wo immer waren, als wären's aus Gummi? Na, das meinst jetzt nicht im Ernst. Seht Pferdern? Na, Lisbeth, was soll jetzt das heißen? Seht Pferdern müssen's schon sein? Wenn das in meinem Alter noch was werden soll, ich bin doch kein Matratzen-Rambo. Wo soll ich die herkriegen? Die kann man doch überhaupt nicht essen, oder? Was? Limetten? Senf? Kein Problem. Und einen Senf und einen anständigen Hobby fahre ich immer an Bord. Und gutes Olivenöl? Sicher. Petersilie? Sicher. Knoblauch? Sicher. Was? An Knobi A? Na, Lisbeth. Ich will doch nicht, dass die Rita so schnell wieder über Bord springt, wie ich sie an der Angel gehabt habe. Lisbeth, mei, ich glaub, jetzt hat was arg bissen. Bruno, bitte, hab ein Einsehen, das ist ja nicht zum Aushalten. Na ja, ist das so aufgewacht. Ach, dass man so niederschmetternd fantasielos träumen kann, das hätte ich nicht gedacht. Was hast du erwartet bei der Badehose? Ja, schon gut. Weißt du was?
Ich brauche jetzt dringend eine Erfrischung. Ja, das ist keine schlechte Idee. Ich habe schon ewig kein Zitroneneis mehr gegessen. Ach, oh, wirklich? Nur Bruno, du mit deiner Vorliebe für Eis. Du bist doch kein Kind mehr. Signorina! 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 War da was? Hat der Bonautomat gerettet? Dieses widerliche kleine Biest. Ich kann ja doch nichts machen. Mein Herzschlag wird sich dem Piepen und Tuten der Küchengeräte mit ihrer aufmüpfigen Eigendynamik niemals anpassen. Mein Herz schlägt nun mal anders und ist leicht zu irritieren. Je nachdem, wie alles so zusammenkommt. Da ist es wieder. Das hallende, laut fauchende und schmatzende Geräusch, mit dem das Ultraschallgerät des Kardiologen dieses pochende und wabernde, fremde Ding da auf dem Bildschirm hörbar macht. Sehen Sie, da, Ihr Herz? Er hat dich mal gefragt, ob ich es hören will. Diese kleine Irritation, das zögernde Schleifen, das die Experten stets skeptisch die Stirn in Falten legen lässt. Und für die Ohren des asiatischen Spezialisten klingen alle Geräusche seiner gigantischen Apparaturen sensationell. Diese fremdartigen Bewohner seiner nach Desinfektionsmitteln riechenden Praxis. Signorina! Allora, ditemi. Un gelato a lemon e un altro spritz, per favore. Subito. Oh. Na, Melissa, noch so ein modisches Saisongetränk. Pass auf, dass dir nicht zu Kopf steigt bei der Hitze. Wo bleibt die denn? Du bist doch gerade erst weg. Ja, aber ich warte. Naja, also wirklich hier zwei alte Leute so vertrocknen lassen. Also das glaube ich ja jetzt nicht. Na was denn? Der ist wohl auch nach einer Abkühlung, sitzt hier einfach vor dem Fernseher und guckt Eiskunstlauf. Eiskunstlauf? Im Sommer? Ja, doch. Das kann ja nur eine DVD sein. Na ja, ich sag's ja, mit der Jugend von heute ist einfach nichts mehr anzufangen. Signorina! Prego. Grazie. Weißt du, früher, ja, also bevor wir uns kennenlernen, da habe ich auch oft davon geträumt, eine Eiskunstläuferin zu werden. Na, das hast du mir damals schon erzählt. Wann? Na, als wir uns kennenlernten. Wirklich? Na ja, wirklich. Weißt du, wenn man die Augen zusammenkneift, ja, dann sieht das Meer aus wie eine riesige Eisfläche. Bruno, los, spiel mit. Also bitte, Melissa, immer diese verrückten Spiele. Ach, bitte. Verfolgen wir die fließenden und gleitenden Bewegungen der kleinen Prinzessin auf dem Eis. Wie sie mit ausgebreiteten Händen im verlockend glitzernden Kostüm über die weiße Eisfläche tanzt. Ihr Körper scheint seltsam zweigeteilt. Oberhalb des Nabels mit Armen, Rumpf und Kopf posierend und mit dramatischem Gesichtsausdruck um die Gunst der Zuschauer bettelnd, holt die Prinzessin unterhalb der sichtbaren, den Körper trennenden Linie mit schlanken, eifrig sich über das Eis arbeitenden Beinen Schwung für den nächsten Sprung. Ja. Ob das gut geht, ich kann da ja gar nicht hingucken, Melissa. Wenn die Mädchen aus vollem Lauf da hinfallen, das muss ja wehtun. Oh no! In der Luft werden Beine, Rumpf, Arme und Kopf dieser fliegenden, zerbrechlichen Unschuld zu einer sich schraubenden Einheit. Das Publikum in der Halle hält den Atem an.
Dann kreischt die Meute begeistert auf bei der erfolgreichen Landung. Doch die Prinzessin macht sich schon wieder auf zur nächsten Figur, holt zum großen Satz aus, mit dem sie eine Pirouette springt, sich langsam immer schneller werdend mit ausgebreiteten Armen und einem angewinkelten Bein aus der Hocke nach oben arbeitend, wo sie sich schließlich mit über den Kopf gestreckten Armen wie ein Wirbelwind dreht. Dann mit elegant gebogenem Rücken sich drehen, ein Bein graziös nach hinten streckt und mit den Armen nach der Kufe des Schlittschuhs greift, das Bein scheinbar mühelos über den eigenen Kopf zieht und die Pirouette in vollendeter Eleganz à la Bielmann ausklingen lässt. Nun noch ein paar überflüssige Faxen mit den Händen, das wilde Potpourri der Musik illustrierend, während die zarten Beinchen und Füßchen in einer kleinen pittoresken Schrittkombination neckisch über das Eis hüpfen, die Schlussposition finden. Ja, und die Prinzessin strahlend die Arme hochreißt, den gebogenen Oberkörper dem Publikum präsentiert und den aufbrausenden Applaus entgegennimmt. Nun ja, nicht schlecht. Also, jetzt wird die Eisprinzessin an der Bande von einer strahlenden Trainerin und einem blendend aussehenden Mann in die Arme geschlossen. Ein weltweit gefragter Choreograf. Während Sie ungelenkstark sind, da jetzt mit festem Boden unter den Kufen sich mit keuchendem Atem der Kiss-and-Cry-Ecke nähern. Ängstlich zu der Anzeigetafel schauend, wartet sie auf die sie erhebende oder vernichtende Bewertung der unerbittlichen Jury. Freund oder Feind, man weiß es noch nicht. Sie weiß, sie hat ihre Sache gut gemacht. Aber wird der Vorsprung auch reichen? The technical score, please. Die Prinzessin reißt die Augen auf, dann die Erleichterung. Jetzt, da sie in Führung gegangen ist, wird sie geküsst und geherzt. Geküsst und geherzt. Ja, ja. Ja, so ist das Leben. Doch jetzt stürmt ein russisches Energiebündel rot glitzernd auf das Eis. Die Goldkandidatin. Die Russin scheint keine Angst zu kennen. Kokett gibt sie zu Kastagnettengeklapper das Publikum mitreißend. Die Carmen. Das zieht immer. Die Russin jagt über das Eis, geschickt mit einer Blume spielend, die sie sich ins Haar, dann hinters Ohr steckt. Dann nach einer technisch perfekten, dreifach kombinierten Kombination triumphierend in der Hand hält. Doch da verlässt die Kamera für einen kurzen Moment der Kür die Russin und richtet sich auf einen jungen Mann mit perfekter Föhnfrisur im Publikum. Oh. Ah, ein russischer Filmstar, ihre neue Flamme. Und schauen Sie, zu welch unglaublicher Leistung die Russin hier fähig ist. Ja, ja, die Kraft der Liebe ist unbezahlbar. Diese Bestätigung, die unerwartete Kräfte weckt. Ja, die Menge jubelt begeistert bei einer unglaublich letzten Pirouette. Und da steht sie, die strahlende Goldmedaillengewinnerin. Ach, das Glück, der Sieg. Ein strahlender Glanz geht von der Russin aus, die sich anmutig verbeugend beim Publikum bedankt. Rote. Eins mit sich und der Welt. Ja, rote Rosen regnen aufs Eis. Die kleine, zukünftige Eisprinzessinnen eifrig aufsammeln. Während die Siegerin, ein vor Glück funkelnder Rubin, an der Bande von ihrem Prinzen in Empfang genommen wird. Oh. Hörst du das auch? Ja. Die Eisfläche ist jungfräulich glatt und weiß. Fauchend und zischend gleiten die Kufen meine Anweisungen widerspruchslos gehorchend über das Eis. Ein kleiner glitzernder Eisregen geht nieder, als ich elegant mit erhabenem Lächeln kurz vor der Bande mich drehend stoppe und von hier aus Anlauf nehme zum ersten Sprung. Losjagend
über diese riesige Fläche, die jetzt ganz allein mir gehört, in diesen 4 Minuten, in denen ich alles, wozu ich fähig bin, zeigen werde. Ein riesiger, eiskalter Spiegel, so sagen wir. 1000 mal 1000 Meter im Quadrat, oder vielleicht sind es mehr, auf dem ich mein unumstrittenes Können strahlend im elegant flatternden, sich an meinen Körper schmiegenden Kostüm präsentiere, das meine helle Haut dunkel funkelnd zur Geltung bringt. Denn weniger ist mehr, besonders das Kostüm betreffend. Ich weiß, ich kann alles. Die Kritiker liegen mir zu Füßen. Angst kenne ich nicht oder nicht mehr. Wenn man die Technik beherrscht, ist alles nur noch ein brillant funkelndes, eiskaltes Spiel. Ich bin jung und meine eisige Welt gehört mir ganz allein, denke ich, während ich mit perfekten Sprüngen und eleganten Pirouetten an der Jury vorbeirausche, diese alles vernichtende oder erhebende, schon immer über meinen Wert richtende Institution. Magisch die Richtungen verkehrend gleite ich schwerelos, rückwärts mich vorwärts bewegend über das Eis. Ich bin eins mit mir, da keine Angst nicht zu bestehen meinen Körper zerhackt. Elegant schwinge ich meine wohlgeformten, schlanken und muskulösen Beine in die Luft. Erst das linke, dann das rechte. Jetzt eine kleine, schnell vom Boden sich hochdrehende Pirouette. Im Ausklang des Akkords das Bein à la Bielmann über den Kopf zieht, loslassend und weitergleitend. Die zu einem bunten Wirbel verschwimmende Menge tobt, während ich mich drehe und genau vor ihm, meinem Prinzen, der mir strahlend Kusshände zuwirft, zum Stehen komme. Strahlend, triumphierend über das Gesetz der Reibung und Schwerkraft, jage ich weiter über das Eis, noch eine Runde drehen, wieder an ihm vorbei. Aber was ist das? Das Lächeln auf meinen Lippen erstarb, als ich sehe, wie er, dieser wichtigste Fixpunkt unter allen, mein Anker, meine Orientierung, jetzt mit einem Fernglas woanders hinsieht. Wo siehst du denn hin, mein Prinz? Ich tanze doch hier, jagt es mir durch den Kopf, während ich mechanisch abspulend weiter mein Programm zeige. Ihn mit den Augen in der Menge suchend, sehe ich, wie er jetzt mit dem Fernglas die Spur einer anderen verfolgt. Die russische Konkurrentin, die mit festem Boden unter den Füßen doch eher jämmerlich wirkt. Was tust du denn, mein Prinz? Aber ich muss mich auf die Kür konzentrieren. Welcher Sprung kam jetzt zuerst? Erst der Tulip oder der Achsel? Dreifach, dreifach, sonst kein Problem. Denke ich tatsächlich über eine Risiko-Zweifach-Zweifach-Absicherung. Das darf doch nicht wahr sein. Mit ausgebreiteten Armen über das Eis jagend sehe ich ihn, wie er aufsteht und seinen Platz in der Halle verlässt, um Himmels Willen. Die kurze Irritation reicht aus. Mein Herz, das doch nur für ihn schlägt, setzt aus. Sehen Sie, da, ihr Herz, klingt die Stimme des asiatischen Spezialisten in meinen Ohren, der strahlend seine Worte auf diese Weise würzend sein metallenes Operationsbesteck wetzt. Jetzt kommt der Sprung. Mich mit angewinkelten Armen drehend, fliege ich hoch auf in die Luft. Ich weiß, die Beine gehorchen den Befehlen des Kopfes nicht mehr. Von oben, aus der Luft, sehe ich die große weiße Eisfläche. Mein Eis. Jetzt schon weiß ich, diesmal schaffe ich es nicht. Zweifach, dreifach, vierfach wirbel ich durch die Luft. Die Menge, die Jury, die Kommentatoren halten schweigend den Atem an. Mein Gott, warum ist es so still auf einmal? Ich kann die Gesetze der Schwerkraft nicht länger aus den Angeln heben, nur damit er in die Halle zurückkehrt, und stürze mich in der Luft wendend, mit dem Kopf vorne weg und nach vorn gestreckten Armen, wie ein weiblicher Ikarus, hinab auf das Eis, dem gigantischen weißen Spiegel entgegen. Krachend bricht das Eis. In den eiskalten Tiefen versinkend sehe ich bestürzte, stumme Gesichter. Die Hände vor den Mund geschlagen, einen stummen Schrei des Entsetzens unterdrückend, sich über den verkrusteten Rand des Eises beugend. Wie kannst du mir das antun, mein Prinz, deine Blicke einer anderen zu schenken? Schreie ich lautlos verzweifelt, während ich mich mühsam aufrappele. Mit zitternden Beinen nehme ich nochmals Anlauf. Doch dann wiederholt sich der Sturz. Wieder sehe ich aus der Luft die weiße Eisfläche vor mir, auf die ich zweifelsohne gleich krachen werde. Noch
wird mein Körper in Zeitlupe durch die Zentrifugalkraft der Drehung zusammengehalten. Aber beim Aufprall spätestens werde ich zersplittern in Tausende, Abertausende auf dem Eis sich verteilende dunkle und helle Kristalle. Die kleinen Mädchen, eifrig über das Eis gleitend, wie kleine Schwäne aufsammeln, anstelle von Blumen. Sehen Sie? Da? Ihr Held? Ruft strahlend jetzt der asiatische Spezialist und hält ein riesiges, geschliffenes, im hellen Schein der OP-Lampen glitzerndes und funkelndes Kristall in die Höhe. Ich kann in das Kristall hineinsehen. Es pocht und pulsiert hinter der kristallinen Schicht aus Glas. Oder nein, es ist ja aus Eis, vor Kälte dampfend an der Oberfläche. Mein Blick wandert an meinem bloßen Körper entlang, der weiß und blutig auf dem stählernen Tisch liegt. Es riecht nach Desinfektionsmittel. Auch er, mein Prinz, liegt dort, auf einem anderen Tisch. Er ist bekleidet und es fließt kein Blut aus ihm. Kabel führen von der Stelle, an der eigentlich mein Herz sein müsste, zu seinem. Entsetzt die Herz-Lungen-Maschine, ruft kichernd der asiatische Spezialist. Aber dann erhebt sich der Prinz, seltsam verlangsamt, als flöße Eiswasser in seinen Adern und löst die ihn fesselnden Kabel. Eine wichtigere Verabredung, zu der er sein Fernglas braucht, wartet auf ihn. Wichtiger als mein Herz-Lungen-Kreislauf. Eine Maschine im Hintergrund schnauft, faucht und ächzt. Dann hebt der Asiat die Arme mit dem gläsern pulsierenden Herzen in Händen und schreit, 7 Jahre Unglück blinkt es, wenn ein Spiegel zerbricht! Und ein stechender Schmerz jagt durch meine Glieder, als klirrend mein Herz am Boden zersplittert. Was war denn das jetzt? Ich weiß auch nicht. Es war, als hättest du den Traum der Kellnerin beeinflusst. Ich? Ja, so einen übergangslosen Zusammenhang zwischen deinen schrägen Tagträumen und einen echten Traum hatten wir noch nie. Aber was heißt denn hier meine schrägen Tagträume? Du hast doch mitgemacht. Ja. Irgendetwas scheint ja tatsächlich mit der Programmierung nicht zu stimmen. Ja. Komm. Nein, hier ist alles in Ordnung. Komm. Bruno, komm, wir versuchen es noch einmal. Ich habe keine Lust. Ach, komm, mehr. Einmal. Jetzt seid doch nicht wieder eingeschnappt. Letztes Träumchen gönnen wir uns noch, ja? Ach, außerdem ist es jetzt hier viel zu heiß. Ach, also gut. Signorina! Signorina! Vielleicht ist sie ja wieder eingeschlafen. Ja. Es ist wie früher. Die grobe weiße Gardine bewegt sich fast gar nicht. Milchig weißes Licht dringt ins Innere des Terrassenhauses. Die halbhohe gelbe Mauer, von der die Farbe langsam abbröckelt, wartet zuverlässig hinter dem Vorhang. Schon jetzt schwirren Schwalben hoch oben am Himmel auf der unermüdlichen Jagd nach Insekten. Es wird ein heißer Tag. Ein helles, leichtes Glücksgefühl strömt in meine Glieder. Gegenüber, an der anderen Wand, liegt Paulchen, noch tief versunken in seine Träume. Oder tut er nur so? Gleich wird er aufwachen, denn es sind nur wenige Minuten, die uns trennen. Mein Herz würde ohne Paulchens nicht schlagen, auch wenn meines immer dieses leicht schleifende Geräusch macht, das die Stirn der Experten sich in Falten legen lässt. Aber hier am Meer gibt es keine Experten. Zumindest keine für fehlerhaft schlagende Herzen oder andere Defekte kleiner Menschen, die sowieso nur von den Fehlern der Großen ablenken sollen. Hier am Meer fühlt sich alles leicht und einfach an, als gäbe es gar keine Fehler.
Ich gehe zu ihm rüber und zupfe an seiner Decke. Auch wenn es manchmal lästig ist, das Sein mit dem anderen zu teilen, in dieser Sache sind wir uns einig. An Tagen wie diesen darf man keine Sekunde verlieren. Wir sind am Meer. Am Meer, und das Meer ruft nach uns. Na los, macht schon, wie lange soll ich noch warten? Wenig später schlägt das mittelalterliche Pflaster aus abgetragenen Flusskieseln zwei Richtungen vor. Den nach oben, Richtung Kastell und Campagna, oder hinab zur barocken Kirche San Giovanni Battista und weiter hinunter zum Meer. Uns Zwillinge zieht es automatisch nach links. Vorbei an in alten Mauern eingelassenen, schmiedeeisernen Eselringen geht es bergab. An der Piazza Dante und Lucias kleinem Laden vorbei, über den im gleißenden Sonnenlicht leuchtenden Kirchplatz. Dort laufen wir, einem unabgesprochenen Ritual folgend, schnell zur niedrigen Mauer, von der es auf der anderen Seite gefährlich tief hinabgeht. Spiegelglatt liegt das Meer, dunkelblau, leuchtend und etwas dunstig am Horizont da. Fast keine Wellen schlagen unten an die Mole. Ich warte, bis Paulchen sich satt gesehen hat. Dann nickt er mir unmerklich zu. Das ist das Zeichen. Jetzt rennen wir beinahe. Immer ein, zwei Kinderschritte auf den flachen Eselstufen, den Vico Foscolo im Spitzenwinkel hinab, im Schatten der mittelalterlichen Häuser, vorbei an Serafinos Terrasse, der uns lässig winkend begrüßt. Ciao, Gemelli. Und in Erwartung eines guten Tagesgeschäfts seinen massigen Körper langsam von der noch leeren Terrasse schiebt, um seinen Stammplatz an der Kasse des Restaurants einzunehmen. Ein paar Meter geht es den Viale dei Naviganti Chavesi entlang, vorbei an Peppinos Kräutergarten, die Wendeltreppe zur Küstenstraße hinab, auf der im letzten Sommer ein kleiner Skorpion lag. Oder war es der Sommer davor? Dann sind es nur noch wenige Meter und wir sind da, am schönsten Felsenstrand der Welt, an dem von Zeit zu Zeit einer der klapprigen alten Züge Richtung Albenga vorbeirattert. Die Fahrgäste winken, auch sie wären gern hier an unserem Strand. Mit geübten Schritten stürmen Paulchen die Klippen hinunter voran. Mit seinen langen Beinen ist er wie immer schneller und lässt seine Tasche bereits in eine der Felskuhlen fallen, während ich noch vorsichtig hinterher tapse. Denn die Kanten der Felsvorsprünge sind gefährlich. Ciao, buongiorno, gemelli, schallt es uns von bereits rostrot getönten italienischen Badegästen entgegen. Sissi, die geduldige alte Cockerspanielhündin, wedelt nur lässig mit dem Schwanz und vertieft sich sofort wieder in ihre Lieblingsbeschäftigung. Kleinen Fischen hinterher zu starren, die sich mit der letzten großen Welle hier in der Rinne verfangen haben und jetzt den Ausweg aus der langsam sich aufheizenden Badewanne suchen. Mit einem gewaltigen Platsch sind wir Zwillinge im Wasser. Vier Flossen treiben die querliegende Luftmatratze an, bis wir uns vorn überhängen lassen und staunend die Unterwasserwelt betrachten. Die Wasseroberfläche ist eine Grenze zwischen zwei Welten. Oben ist es laut, übermütiges Geschrei badender Kinder. Ab und zu durchschneidet ein schrilles Signal eines vorbeirattenden Zuges die Luft, bevor er tutend im Tunnel verschwindet. Unter der Oberfläche ist es still. Es knackt und knistert. Dunkle Seegrasbüschel bewegen sich im Takt der Strömung. Silbrige Fischwärme jagen direkt unter der Oberfläche entlang. Mit ein wenig Glück entdecken wir Tintenfische, die sich in einer Felsspalte verstecken. Oder sogar Seepferdchen, die nie einzeln, immer zu zweit, fast aufrecht in der Strömung miteinander tanzen. Von Zeit zu Zeit lässt Paulchen sich von der Luftmatratze gleiten. Ich weiß, er spürt diese Sehnsucht, sich tiefer sinken zu lassen. Aber er gibt diesem Wunsch nicht nach. Mit ausgestreckten Gliedern lassen wir uns von der Strömung wiegen.
Es ist immer wieder seltsam, wie vertraut dem eigenen Körper diese Bewegung ist. Als ob unsere Körper bereits von etwas wüssten, das schon lange Zeit vor uns auf der Welt war. Vielleicht ist das der Magnet, der uns in den Ferien morgens immer nur in eine Richtung zieht. Und auch die Ahnung, wenn wir uns schon auf der Fahrt im Auto aufrichten, ungeduldig die Tunnels zählen, bis nach unendlich vielen Kurven endlich etwas Großes, Dunkles am Horizont auftaucht. Wie ein gigantisches Tier liegt es da und wartet. Je näher man kommt, umso freundlicher wird es. Es glitzert silbrig in der Sonne und lässt Segelboote auf sich herumfahren. Aber es kann auch ganz anders, wenn es bei Wind und Wetter sich aufbäumt und sich unheilvoll zurückziehend Anlauf nimmt, um mit gewaltigen Wogen über die Felsen zu donnern, mit nassen Armen alles mit sich reißend, das sich nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht hat. Aber jetzt ist Sommer. Die Sonne sticht und das Meer ist ein träges, nasses Tier. Als die Felsen so heiß sind, dass man kaum noch darüber gehen kann, packen wir unsere Sachen und steigen hinauf, der jetzt verlockenden Kühle im Haus der Via Cavour entgegen. Die vom Salzwasser klebrige Tasche wird bei jedem Schritt schwerer und der Riemen schneidet an der Schulter ein. So schnell es bergab ging, umso länger dauert der Aufstieg. Immer wieder müssen wir anhalten und verschnaufen. Paulchen geht schwankend. Kleine Schweißperlen über seiner jetzt farblosen Oberlippe zeigen den Grad seiner Erschöpfung. Sicherheitshalber gehe ich 2 Schritte hinter ihm, um ihn notfalls stützen zu können. Aber Paulchen braucht meine Hilfe nicht und geht langsam, ganz langsam weiter. An der Piazza Dante haben wir es fast geschafft. Aus den geöffneten Fenstern strömen Düfte nach heißem Olivenöl und Knoblauch. Und wortloses Geklapper von Besteck kündigt die nahende Siesta an. Die tiefgelbe Sonne des späten Nachmittags verwandelt das Meer in flüssiges Gold. Abermals lassen wir uns so weit hinaustreiben, dass beide Kirchtürme des alten Sarazenendorfes beinahe nebeneinander stehen. Vom Meer aus wirken die sich an den Berg schmiegenden Häuser wie ein ruhender Hirsch, der mit den Nüstern den aufkommenden Meerwind Levante witternd sein Geweih stolz der untergehenden Sonne präsentiert, das Meer und die von dort drohende Gefahr möglicher Piratenschiffe beobachtend. Wir sind uns einig, man muss sich vorsichtig heranpirschen, um ihn nicht aufzuschrecken, sonst ist er weg. Mitten in der Nacht entlädt sich endlich die Hitze des Tages in einem gewaltigen Gewitter. Der Regen trommelt auf das Dach des Terrassenhauses. Wir springen aus den Betten. Zu zweit halten wir den Griff des riesigen Schirms, der so gewaltig strömt. Das Wasser, das sich vorgenommen hat, die glühenden Gassen des Hirschen auszuwaschen, schießt knöchelhoch durch die parallel verlaufenden Gassen, die wir jetzt wie in einem Rausch durchqueren. Mal bergab Richtung Ponente, dann bergauf, a Levante. Jetzt, in der Nacht, haben wir die Wege des Hirschen ganz für uns allein. Keine Stimme ruft laut, Ciao, Gemelli. Ich weiß, ich darf Paulchen nur nicht ansehen, während wir den Griff des Schirms umklammern und das Wasser bis zu den Knien spritzt. Ich weiß, ich darf keine grundsätzlichen Fragen stellen. Warum so und nicht anders? Dann wird er verschwinden. Am besten einfach weitergehen und genießen, dass der Bruder an meiner Seite ist. Schritt für Schritt durch diese Gassen, die Heimat bedeuten. Jetzt und hier. Morgen schon. Kann alles ganz anders sein. Wer weiß das schon?